So, jetzt mal unter uns Männer, so Ende Sommer, sind wir mal ehrlich. Ein Servi lässt so lange bröteln, bis er schwarz ist, das ist nicht kochen. Das ist nicht einmal grillieren. Und auch wenn du an jedem schönen Tag mit einem Schurz, wo Chef draufsteht, ein Bullebrüstli auf dem Grill flachlegst, das ist immer noch nicht kochen. Kochen ist mehr als zwei Handbewegungen. Tsch, tsch. Nein, kochen ist, wenn man mit seinen zwei eigenen Händen, mit 10 Fingern und dem eingeschalteten Hirn in nützlicher Frist. Ja, und ohne, dass man nachher die Küche renovieren muss. Sie weiss, was ich meine. Also, ja, genau. Eine feine, gesunde, aus mehr als nur einem Lebensmittel bestehende, warme Mahlzeit kann auf den Tisch stellen. Das ist Kochen. Okay? Und wer das nicht kann als Mann, der hat sehr wahrscheinlich schon als Junggeselle in einer Pizzaschachtel gewohnt und ist nachher dank Heirat übergegangen in so einen Zustand von 24 Stunden Rundumbetreuung. So kochen, waschen, lecken. So ein Vorgeschmack auf die Spitex, weißt du, was ich meine? Ja? Das sind so Männer, die sind schon begeistert und haben Tränen in den Augen, wenn es zu der Pommes frites, Ketchup und Mayonnaise gibt. So. Heute aber ganz etwas Feines. Oder? Bei denen bricht der Notstand aus, wenn die Frau mal weg ist. Oder? Dann muss Mutter und Schwiegermutter und die Schwester von der Mutter und die Schwester von der Schwiegermutter, alle weiblichen Verwandten müssen dann einen Einsatzplan aufstellen, um das arme Wesen vor einem sicheren Hungertod zu bewahren. Oder? Hey, das ist Steinzeit. Moderne Männer können kochen. Oder? Die tun gerade sobald es eine gemeinsame Wohnung gibt, tun sie die Küche als ihr Hoheitsgebiet definieren. Oder? Und für den kochenden Mann von heute ist nur das Beste gut genug. Oder er will so eine Chromstahl-Touchscreen-Schaltzentrale mit gedankenlesendem Kühlschrank und begehbarem Steamer. Ja, so einer, der liest auch kein Playboy mehr. Weißt du, der hat heimlich Kochheftchen in der Schublade. Der hat feuchte Träume von einer Entenleber auf einem Bett aus Feigeravioli mit weissem Trüffel. So einer dreht durch, wenn du nur schon ein Eierbecherli am falschen Ort hintust. Verstehst du? Der schiebt die Krise, wenn die Frau wieder Zitronen statt Limonen heimgebracht hat. Das sind die, die sagen, ich habe gesagt, Spaghettini, nicht Spaghetti. Okay? Und wenn die Frau dann ausnahmsweise doch einmal hat die Küche aufräumen, geht er sicher nachher den Geschirrspüler noch mal umsortieren. Weil, wenn man das richtig macht, kann man noch zwei Schüsseli mehr rein tun. Ja, ist es so. Das ist fürchterlich. Du weißt, welche das ich meine, oder? Ja. Wenn du zu denen auf Besuch gehst, gehst du nicht zum Znacht, sondern an einen Vortrag. Oder? Paprika sollte man nicht anbröteln, das wird bitter. Roastbeef ist bei 55 Grad Kerntemperatur à point. Und gell, jetzt müsst ihr euch halt noch ein bisschen gedulden, weil die Gäste sollten auf den Risotto warten und nicht umgekehrt. Das ist alles eine Frage vom Timing. Es ist wirklich alles eine Frage vom Timing. Das Kochen, ein Heiratsantrag und Humor. 3, 2, 1.